So. Hier wieder zum schönen Thema. Ich gehe ein bisschen vielleicht, ich versuche es zu vereinfachen. Ja, Thema Masken, sichtlos, rein, unrein, ist zu vereinfachen im Sinne. Ja, man kann sagen, es ist wieder eine Wiederholung. Okay. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das sollte man verstehen. Ich versuche mit mehreren Beispielen zu sagen, mit meinen Beispielen, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen. Versteht ihr, ich habe kein Feedback zu sagen, ey, Joshua, ich hab's geblickt, brauchst jetzt darüber nicht mehr so viel zu reden. Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach und ich schätze, es ist viel Rederei, ja, viel Geschwafel. Ja, ich rede sehr gern, aber es ist für mich wirklich viel Geschwafel, weil ich wiederhole mich nicht ständig. Bloß irgendwie ist es noch nicht das, die Einfachheit in Person, ja. Nicht die Einfachheit, ne? Noch nicht. Ja, schauen, ob ich es hinkriege. Ich zähle mal wieder die Beispiele auf vom letzten Beitrag. Okay. Also, ich habe den Beispiel genommen, gesichtslos und Masken. Gesichtslos heißt nichts anderes als rein. Rein. Reiner Schlüssel oder reine Truhe. Okay. Reines Licht. Silbernes Licht. Masken, nichts anderes als ist unrein. Verunreinigung. Rostiger Schlüssel, rostige Truhe. Was noch? Verändertes Ego. Masken auch. Das Ego. Falsche Identität oder unreine Identität, vermischtes, verändertes. Noch ein Beispiel. Das ist erstmal so. Wisst ihr, ist gleich, ist gleich, ist gleich, ist gleich. Rein, unrein. Einfach zu halten. Gesichtslos, Masken. Was Masken sind nicht von vornherein wirklich unrein, sie sind halt verändert. Gesichtslosigkeit, was ich meine, ist die Reinheit, das echte Ego, nicht das veränderte Ego. Die echte Identität, die der Körper hat. Okay? Der Körper hat. Stell dir mal vor, ich bin ein Beobachter. Emotionslos bis zum geht nicht mehr. Da schauen mich die Leute an, Freunde. Und zwar nicht wenig. Schauen sich die Leute an, warte, hey, was geht mit dem? Der wirkt so persönlichkeitslos. Es gibt halt Menschen, die haben das nicht. Die haben keine Maske. Aber die wissen es ja auch gewissermaßen auch nicht, wie sie das ändern können, ja? Versteht ihr, was ich meine? Es gibt alles und Frage ist, ob man es weiß oder weiß, wie es geht, ob man die Grundbausteine hat, also Wissen ist ein Grundbaustein, von dem man aufbauen kann und erweitern kann. Wissen ist nichts anderes als ein Fundament, von dem ihr aufbauen könnt. Wenn es echtes inneres Wissen ist, was den Kern, den wahren Kern enthält und nicht sowas wie, sagen wir mal, Halbwahrheiten oder irgendwas vermischt. Wenn es rein ist, Freunde, ich rede von reinem Wissen. Nicht Wissen, das verändert wurde oder vermischt wurde. Verunreinigt wurde. Ihr wisst, vermischt, verunreinigt, verändert, kommt immer eine veränderte, vermischte, unreine Sache raus. Das Ergebnis steht schon fest in dem Fall. Es wird unrein. Wenn es echtes, reines, nicht vermischtes, sauberes, kerniges Wissen ist, soweit es geht, reingehalten wurde, dann kommt was Reines raus. Versteht ihr? Das ist der alchemistische Prozess. Mache aus alles Gold, sozusagen. Du kannst ja auch aus Unreinem, kannst du auch das Reine machen. Aber versteht nur den Konzept in den Gedanken. Wenn ihr mit was Unreines beginnt, dann ist es viel schwieriger, das ins Reine zu bringen, wie weit ihr diesen Schritt im unreinen Wissen, im Unwissen gegangen seid. Klingt recht einfach jetzt, oder?
Also wenn ihr in Unwissen geht, ich arbeite gerne mit Vorstellungen, ja. Ich habe ja sehr starke Vorstellungskraft. Gehen wir von A nach B oder von A nach O, Alpha und Omega, Anfang und Ende, was danach wieder an Anfang kommt. Ein Schritt für Schritt, Abschnitt für Abschnitt. Begrenzung bis zur Begrenzung. Grenzenlose Begrenztheit ist es innen. Aber da ist eine Grenze und da ist eine Grenze. Das ist ein Abschnitt. Ich verwende mehrere Wörter, mehrere Verpackungen, damit ihr seht, dass es immer nur dasselbe gemeint ist, was ich sage. Und ich kann jedes Wort verwenden und ich meine dasselbe. Weil ich das denke, so, auch so ausdrücke. So, meistens. Ich muss auch viele Sachen mal korrigieren. Ausdrucksmäßig hat gesehen. So. Ihr fangt vom Startpunkt an. Einfach so, was passiert, wenn ihr was passiert, wenn ihr reines Wissen als Grundfundament nimmt oder ein unreines Wissen, vermischtes Wissen als Grundfundament nimmt? Verändert heißt nicht unbedingt schlecht. Verändert das Ego ist halt verändert im Sinne, dass das Echte nicht mehr das Echte ist, nicht mehr das Reine ist. Veränderung ist gut, Transformation ist gut. Aber besser gesagt, sollte man sagen, Reinigung. Transformation heißt ja nur Transformation, ne? Es wandelt sich um. Aber in was wandelt es sich um? Oder Veränderung, in was verändert es sich? Das ist immer die Frage. Deswegen ist das Wort, dieser Ausdruck nicht unbedingt präzise ausgedrückt. Merke ich gerade so, ja? Ihr merkt schon. Übung macht den Meister. So, ihr fangt vom Startpunkt an, okay? Ihr begeht einen Schritt. Ja, geht einen Schritt. Ihr seid erstmal im Unwissen. Wie soll man das anfangen? Fangen wir mit dem Unwissen an, oder? Oder unreines Wissen. Eine Halbwahrheit oder wurde vermischt halt eben. Sagen wir mal, ich muss ein Beispiel geben. Gib mir mal kurz eine Minute, was wäre eine gute, was wäre das Beispiel? Angst, Mut. Freude. Selbstrettung hatte ich als erstes gehabt. Rettung. Rettung. Nehmen wir die Rettung. Okay? Die Selbstrettung beziehungsweise die Rettung. Es ist nicht so leicht, ich weiß, aber ich muss es. Okay. Wir fangen vom Startpunkt an. Der Startpunkt ist ein Schritt, Alpha oder ab da fängt der Gedanke an, okay? Es ist ein Gedankengang. Ein Gedankengang, okay? Er geht den Gedanken, er vollendet diesen Gedanken. Ja, ist klar. So, der Gedanke ist die Rettung. Was heißt die Rettung? Selbstrettung? Selbstaufopferung. Was heißt die Rettung, Freunde? So, jetzt kommen wir ganz gut im Spiel. Okay? Nehmen wir das unreine Wissen her oder die Halbwahrheit. Rettung. Das ist sehr unpräzise gesagt, oder? Rettung. Was meinst du mit Rettung? Meinst du jetzt da Selbstrettung oder meinst du da Selbstaufopferung, was das Gegenteil ist? Versteht ihr? Sich selbst retten heißt einfach nur, man denkt nur an sich. Für mich. Selbstaufopferung heißt, du rettest nur andere, aber dich nicht. Das ist ja auch ein Ungleichgewicht. Oder sieht ihr das anders? Was heißt Rettung? Rettung könnte beides heißen, aber könnte auch nur das eine und das andere heißen. Ich weiß, ich mache es recht kompliziert, kann man sagen. Ist es aber nicht, aber ihr müsst, ich sage ja immer, ihr müsst die beiden Seiten sehen und dann das in die Einheit bringen. Versteht ihr? In die Mitte bringen, in die Einheit, ins Gleichgewicht bringen. Okay. Ja, es ist schwierig. Was ist beides? Gibt es da ein Wort? Ich glaube schon, aber ich denke, Rettung ist das, oder? Wenn man Selbstaufopferung und Selbstrettung beides kombiniert, was kommt da raus?
Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich sage einfach mal Rettung, okay? Korrigiert mich, wenn es ist. Nur für Verständnis. Weil ich denke, da gibt es ein einheitliches Wort dafür. Gibt es ein einheitliches Wort, wenn man das beides kombiniert. Wenn man die eine Seite und die andere Seite sieht und es dann als eine Seite sieht, die Norm, Sicht, sage ich mal so. Rettung, Alter. Nimm einfach an, Rettung bedeutet beides. Okay? Erstmal die eine Sache und dann die andere. So, ich erkläre es nochmal. Sagen wir einfach, die Rettung ist die einheitliche Sichtweise. Das beinhaltet beides. Beinhaltet die Selbstrettung, Selbstrettung, okay? Und die Selbstaufopferung. Gut Mensch und eigenprofitlich gedacht. Also nicht so ein gut Mensch, also ein böser Mensch. Um das zu vereinfachen. Vereinfachen. Begrenzte Sichtweise. So, Selbstrettung heißt, man denkt nur an sich. Ist ja klar, es das heißt ja Selbstrettung. Also man muss sich ja zuerst selber retten, damit man andere helfen kann. Stimmt gewissermaßen. Das heißt, man muss sich ja erst reinigen, damit man den anderen reinigen kann oder helfen kann. Korrekt? Versteht ihr, was ich meine? Wenn es zu sehr ausartet, zu sehr in Selbstrettung verfallen wird, verfällt, dann sind wir noch auf Eigenprofit. Dann sind dir alle anderen scheißegal. Das müsst ihr in die Mitte bringen. Okay? So, Selbstaufopferung heißt, du hilfst jedem. Ja, du bist ein guter Mensch. Du kümmerst dich nicht um dich, aber du hilfst nur andere. Du willst jeden in ihre Kraft bringen, aber du bist nicht in deiner Kraft. Oder du meinst, du wärst in deiner Kraft, aber du willst andere bekehren, belehren, was weiß ich. Oder du meinst, du hast Wissen, aber du wendest dieses Wissen nicht selber an. Steht es wieder im Ungleichgewicht. Das andere ist nur auf sich bezogen und das andere ist nur auf andere bezogen. Aber ihr müsst es beides in einen sehen und beides in einen, das nennt sich dann die Rettung. Aber was heißt die Rettung? Das ist sehr unpräzise. Ich weiß nicht, was das andere Wort dafür ist, okay? Tut mir leid. Ich kann es, nennen wir mal so. Die Rettung heißt selbst auf Opferung plus die Selbstrettung. In einen verfasst. In Rettung, das Wort. Okay? Das packe ich jetzt einfach mal in Rettung ein. Die zwei Sichten in einer Verpackung. Also, Gesamtpaket beinhaltet jetzt beides und heißt die Rettung. Okay? Wenn ihr das nicht wisst, was die Rettung heißt, in dem Fall, in diesem Beispiel, das geht ja auch für alle anderen, wenn ihr das nicht wisst, was die Rettung heißt, wenn ihr nicht wisst, dass die Rettung heißt, Selbstrettung und Selbstaufopferung beides in einen, wenn ihr das nicht wisst, dann ist es unrein. Seid ihr im Unwissen. Ganz knallhart gesagt, Freunde, so bin ich mit mir, so gehe ich mit mir um, okay? Aber seid ihr im Unwissen. Weil ihr die eine und die andere Seite nicht kennt oder es nicht wisst, was die Rettung wirklich heißt. Also das Wort, ich nehme es nur als Beispiel. Ich weiß nicht, das versteht ihr, nur als Beispiel. Du kannst auch anders packen, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein, weil ich will jetzt nicht 5 Minuten da rum mit Verstand, wisst ihr, und dann der erste Gedanke war die Rettung, okay? Das nehme ich jetzt einfach. So. Okay. Wenn ihr es nicht wisst, dass der Wort Rettung selbst Aufopferung und Selbstrettung beinhalten soll. Also in diesem Beispiel wiederhole ich nochmal. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, deswegen mache ich es einfach korrekt für mich, okay? Damit ihr es versteht. Ja, ich mache es sehr ausführlich. Sehr, sehr ausführlich. Aber wenn ich es sehr ausführlich schon von Beginn an erkläre, der Startpunkt ist das Wichtigste. So, okay. Nehmen wir mal an, ihr vernimmt das Wort Rettung. Das ist ein Wissen. Das ist ein Gedanke. Okay? Rettung aller Wesenheiten, sage ich dazu, oder Rettung aller Menschen. Was heißt die Rettung aller Menschen? Rettung aller Menschen heißt ja, alle Menschen zu retten. Ja. Also wenn man das Wort jetzt auseinander nimmt oder halt Rettung aller Menschen. Rettung aller Menschen.
Heißt es jetzt nur für alle Menschen oder heißt es auch für mich? Heißt ja auch gleichzeitig, weil ich bin ja ein Mensch. Versteht ihr? Das ist wieder dieses fehlende oder man macht sich Gedanken im Sinne, man stellt sich Fragen und dann bekommt man natürlich auch die Antwort, sowieso. Aber nur so Verständnis. Ich will da nicht so weit eingehen, ja, ich will es jetzt nicht so analysieren und ausschneiden und was auch immer. Ja, ich habe gesagt, ich will es ausführlich machen, aber das ist ein anderes Thema. Ich will jetzt nur um das Wort Rettung eingehen. Ist einfach wirklich begrenzt und einfach zu halten. So. Zum Beispiel erkennt nur die Selbstrettung oder Selbstaufopferung. Nimm mir selbst, ja, ihr könnt beides, einen von den beiden nehmen. Könnt ihr selber wählen. Ich nehme beides, okay, dann könnt ihr entscheiden. So. Ihr vernehmt Rettung. Okay, ich rede von euch Rettung. Der Gedanke. Ihr wisst nicht, was genau Rettung heißt, weil euch das Wissen fehlt in dem Fall. Oder ihr stellt keine Fragen, sagen wir mal so. Ihr nehmt das einfach nur mal so an. Rettung. Okay. Dann assoziiert ihr, denkt ihr nach, was der andere meint. Was meint er mit Rettung? Meint ihr das oder das? Wenn ihr natürlich nur eine Seite kennt, zum Beispiel Selbstrettung oder Selbstaufopferung, dann wird ihr mehr tendieren in Selbstaufopferung oder Selbstrettung. Bei euch steht dann die Rettung in Selbstrettung. Wobei die Rettung die Mitte ist. Das haben wir ja schon geklärt, oder? Rettung beinhaltet beides. Muss man beides sein. Gleichzeitig. Das ist die Kunst. Aber ihr habt nur das Wissen von Selbstrettung oder Selbstaufopferung. Das assoziiert ihr mit der Rettung, wo die Rettung beides beinhaltet. Seht ihr? Das ist dann in dem Sinne eine Halbwahrheit, weil die Selbstrettung drin steckt, aber da fehlt noch was. Eine Komponente, eine sehr wichtige Komponente fehlt da. Seht ihr? Das nennt man Halbwahrheit. So was nennt man Halbwahrheit. Weil die ganze Wahrheit noch nicht sieht. Sag ich mal so. Okay? Alles klar. So, ihr vernimmt die Rettung. Ihr habt nur Selbstrettung im Kopf. Ihr tendiert darin, also nur Eigenprofit, nur auf sich bezogen. Ich muss mich zuerst selber retten, heißt es. Zuerst mich selber retten, dann andere retten. Okay? Erstmal nur auf mich fixieren. So, jetzt geht ihr vom Startpunkt aus. Das ist der Gedanke. Ihr habt Rettung genommen von mir, aber wisst nicht, dass es beides beinhaltet, sondern aber ihr meint, es beinhaltet nur eins, weil das andere noch nicht gesehen habt. Oder weil ich es euch nicht gesagt habe, ich habe es euch enthalten, versteht ihr? Ich habe euch nicht gesagt, was Rettung wirklich heißt. Ich habe es euch ja gesagt. Aber nehmt mal an, ihr müsst euch retten. Oder ja, das ist dann schon wieder. Ja, es ist schwierig. Aber versteht hoffentlich, was ich meine, oder? Wenn jemand jetzt nur einfach sagt, Rettung. Was ist damit wirklich gemeint? Muss man sich immer selber die Fragen stellen, was ist damit gemeint? Oder man muss denjenigen fragen, was meint er damit? Oder sie damit? Okay? Immer Fragen stellen. Wer fragen will, wer fragt, der führt. Wer fragt, der will wissen. Und er kommt ins Wissen. Entweder er fragt sich selber oder er fragt den anderen. Weil es kann ja sein, dass der andere nicht so sieht wie du. Deswegen frage ich halt nach. Oder er sieht ja wie ich. Oder auch nicht. Weil er drückt es ja aus. Und wenn ich es jetzt annehme und er sieht nicht so wie ich, ja, dann nehme ich was an, was nicht so gut ist. Klar, oder? Dann nehme ich was Unreines an. Beziehungsweise ich sage, ich bin rein oder grenzenlos, weil ich alle Seiten sehe für mich gleichzeitig. Und der andere halt nur einseitig sieht. Dann nehme ich die Einseitigkeit an und das ist ja nicht gut, weil ich sehe ja beide Seiten. Also es ist ein Ungleichgewicht. Die Komponenten, die stimmen nicht miteinander ein. Unrein mit rein, das klappt nicht, Freunde. Wenn das eine begrenzt ist und das andere grenzenlos ist, das klappt einfach beides nicht. Grenzenlose Begrenztheit ist halt ein Abstand. Ja. Ich erkläre es sehr ausführlich, Freunde. Wirklich sehr ausführlich. Da macht ihr am wenigsten Fehler, sage ich mal. Learning by doing. Aber wir müssen nicht dieselbe Soße machen wie ich. Das will ich ja eigentlich so weit es geht minimieren. Kann ich niemals gänzlich, aber soweit es geht minimieren. So, ihr kommt mit der Rettung, ihr tendiert auf Selbstrettung, okay? Statt in der Mitte zu bleiben, geht ihr nach unten. Nur auf sich bezogen. Dämonisch oder was auch immer, nennt es, wie ihr es wollt, okay? Negativer Typ. So, ihr geht vom Startpunkt aus, ihr geht vom Gedanken, das ist das Grundfundament, das ist das Wissen, was ihr habt. Oder Erfahrung, Weisheit, was auch immer. Ihr fängt mit diesem Grundbaustein an, mit der Selbstrettung. Okay, Rettung heißt Selbstrettung. Also erst sich selber retten, die anderen sind für mich erstmal egal. Komplett egal.
Ganz extrem voll. Nur auf mich. Nur ich. Ich. Ich muss erst zu 100% werden und dann kommen die anderen dran. Okay? Ganz extrem voll. So weit, so tief kann es werden. Dass alles scheißegal ist, aber nur dich. Nur dich. Es ist ein Ungleichgewicht, Freunde. Es ist ganz tief unten. Es ist ganz, und Selbstrettung ist unten. Was man unter Selbstrettung versteht, versteht er. Ich sage das jetzt nur so. Als Beispiel halt. So, er geht mit diesen Gedanken, er fängt mit diesen Gedanken, aber der ist ja im Grunde ein Ungleichgewicht unrein. Weil er hat Rettung genommen, Selbstrettung angenommen, gedacht, assoziiert, weil die Rettung nicht verstanden hat, weil das fehlende Wissen fehlt, ja, es fehlt halt einfach, dass die Komponente Selbstaufopferung noch dabei ist bei der Rettung. Man hat sozusagen eine Halbwahrheit für euch selber angenommen. Und diese Halbwahrheit könnt ihr, weil ihr meint, ich hab's verstanden, dass die Rettung heißt, sich erst selber zu retten und dann alle anderen, dann spuckt ihr große Töne. Also vom Startpunkt, das ist der Grundbaustein dieses Wissen. Selbstrettung für euch. Rettung assoziiert ihr mit Wissen. Mit Selbstrettung. Okay? Eigenbefriedigt, nur auf sich bezogen. So, jetzt redet ihr von Rettung mit den Gedanken der Selbstrettung. Rettung ist die Maske, aber also der Rettung ist der Ausdruck, was ihr jetzt ausdrückt. Ihr redet jetzt davon, wisst ihr? Ihr meint, ihr habt es verstanden. Ja, ich weiß jetzt, was es heißt. Kann es kundtun. Von dem Wissen baut ihr jetzt auf. Seht ihr, wie ausführlich ich das sage, Mann? Bei mir geht es, ja. Worte des cool. Selbstrettung. Ja. Ihr spricht Rettung aus, aber ihr denkt, also Ausdruck und Eindruck. Der Ausdruck ist die Rettung, die ihr in Sprache ausbringt. Oder in Handlung ausbringt, weil ihr denkt ja nur an euch zuerst. Aber der Eindruck, das sind die Gedanken hier drin. Geist. Das Denken. Der Eindruck ist die Selbstrettung. Aber ihr spricht Rettung aus, wobei die Rettung beides beinhaltet, aber ihr habt ein fehlendes Komponent. Die Selbstaufopferung ist nicht dabei. Ihr denkt nur an der Selbstrettung, aber die Selbstaufopferung ist nicht da, weil ihr die Rettung noch nicht verstanden habt, weil ihr nicht hinterfragt habt oder denjenigen gefragt habt, was der damit meint. Versteht, was daraus passieren kann? Das Ergebnis liegt klar auf der Hand. Dieser Mensch, wie ich, redet von Rettung. Meine aber im Grunde genommen entweder selbst auf Opferung, nur an andere gedacht, oder nur an sich gedacht. Alles klar? Nicht beides. Ich rede jetzt von Rettung, aber meine im Gedanken, im Eindruck, Köppe, ja, im Kopf. Selbstrettung. Video. Der andere, das ist eine Halbwahrheit, weil die Rettung beinhaltet beides. Aber ich denke nicht beides, sondern ich denke nur einseitig. Aber spreche beidseitig, obwohl ich einseitig denke und es passt einfach nicht. Das ist vermischt, das ist verändertes Wissen, das ist unreines Wissen, es ist eine Halbwahrheit. So was kann man es nennen. So, okay, jetzt gehe ich weiter, baue ich das auf. Ich rede von der Rettung aller Welt, aller Menschen, aber ich habe das Wort Rettung, nur die Selbstrettung im Kopf, oder die Selbstaufopferung im Kopf. Versteht ihr, was ich meine? Was daraus wird? Ihr redet jetzt Rettung, ich habe gesagt Rettung aller Wesenheiten. Okay? Aber als ich Rettung sage, denke ich gleichzeitig die Selbstrettung. Ja? Also rette ich gar nicht alle Wesenheiten, sondern nur mich selber. Aber ich vermische es noch mehr. Versteht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Rettung ist das erste Wort, was ihr sagt. Und mit dem ersten Wort ist es der Beginn. Und damit auch das Ende. Alpha und Omega, Freund. Alpha und Omega. Wenn ich Rettung aller Wesenheiten sage,
vermischte sich immer noch mehr. Alle Wesenheiten. Versteht ihr? Diese zwei zusätzlichen Wörter fallen weg. Fallen definitiv weg. Das hat gar nichts mit der Rettung zu tun. Weil es geht nur um die Selbstrettung in dem Fall. Versteht ihr? Ich denke die Selbstrettung. Nicht an die Rettung, also nicht die beides. Und dann zu sagen, aller Wesenheiten oder aller Menschen, es ist ungleich, das ist unrein. Du musst so sehen, ihr sagt Rettung aller Menschen. Oder aller Wesenheiten, sage ich. Wenn ich die Rettung nicht verstanden habe, nur eine Halbwahrheit ausdrücke und denke, nur einseitig, dann sind es leere Worte. Versteht ihr? Aller Wesenheiten oder aller Menschen sind dann leere Worte. Versteht ihr? Oder sie werden noch verunreinigter. Der andere vernimmt es, vermischt es noch mehr. Das ist keine Halbwahrheit mehr, sondern eine Viertelwahrheit. Eine Achtelwahrheit, eine Sechzehntelwahrheit, eine 32. Wahrheit. Versteht ihr? Es wird dann immer mehr, immer mehr, immer mehr weniger. Die Wahrheit wird immer mehr vermischt. Die Reinheit wird immer weniger, bis ja, nur vielleicht 1% Wahrheit ist und die 99% ist unrein. Also Unwahrheit. Es ist alles Wahrheit, klar, wenn man es ausdenken kann, aber versteht diesen Gedankengang, was ich meine. Alles ist Wahrheit, weil alles ist. Aber versteht ihr, warum die Welt so ist? So, wenn die erste Komponente, also das erste Wort, die Rettung, nicht nur halb verstanden wird. Halbwahrheit? Du denkst der Selbstrettung, aber sprichst Rettung aus. Da werden alle weiteren Wörter aller Menschen, aller Wesenheiten verunreinigt. Die Wörter werden von sich verunreinigt, weil der Anfang, die Rettung, das Wort, nicht die Rettung beinhaltet, sondern nur die Selbstrettung. Und dadurch werden andere Sätze, Wörter verdreckt, verunreinigt. Steht ihr, die Wahrheit wird immer weniger, es wird immer mehr vermischt, immer mehr verunreinigter. Der Kern ist immer da. Aber ihr seht das Gesamtbild nicht mehr, sondern ihr seht nur noch einseitig oder ziemlich verwirrt, ja. Steht ihr, der Beginn muss rein sein, das Wissen muss für sich rein beginnen. Wenn es unrein beginnt, dann wird die anderen Sachen immer unreiner, bis er sagt, stopp, halt. Der junge Herr Joshua sagt, dass die Rettung Selbstaufopferung und Selbstrettung heißt. Halt, 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 halt. Ich habe die ganze Zeit Selbstrettung gedacht, aber habe von Rettung gesprochen. Und dann habe ich das gesagt und dies gesagt. Ach du Scheiße. Fuck. Ja? Fuck. Oh, wow, ganz gut. Alles klar, was, was, das muss ich alles korrigieren. Fuck. Der hat es wahrgenommen. Er richtet damit sehr viel an, Freunde. Er richtet damit sehr viel an. Echt viel an. Aber versteht, das ist jetzt keine schlimme Sache, sag ich mal so. Wenn es verstanden hat. Wenn ich jetzt sage, ey, warte mal, du, was meinst du mit Rettung? Meinst du jetzt damit Selbstrettung oder Selbstaufopferung? Dann sagt er immer erstmal nur Selbstrettung. Okay. Was mit der Selbstaufopferung? Wie war es Selbstaufopferung? Du weißt schon, dass die Selbstrettung eigentlich nur auf sich bezogen ist. Umso mehr du nur auf Selbstrettung fixiert bist. Kann sein, dass er natürlich so verharrt ist, dass er mich gar nicht versteht, was ich meine. Gibt's ja, ne? Aber nehmen wir mal an, er versteht mich. Ey, warte mal. Du sprichst von Rettung, aber du redest eigentlich von Selbstrettung. Aber wieso nimmst du das Wort Rettung her? Guck dir erstmal so. Muss er erstmal denken, weißt? Erstmal hinterfragen, warte mal. Okay, Joshua, was meinst du mit selbst? Er fragt jetzt, er fragt wirklich, er will wissen. Gibt es ja selten bei mir, aber Selbstaufopferung habe ich erwähnt. Rettung ist Selbstaufopferung und Selbstrettung. Er fragt halt, was meinst du mit Selbstaufopferung? Kennt er natürlich noch nicht oder hat es noch nie so gelebt, versteht er? Hat noch nie so die Sache gesehen. Selbstaufopferung heißt, man denkt nicht an sich, sondern nur an andere. Da kann es vielleicht sein, dass er Klick macht. Ey, warte mal.
Selbstrettung nur auf sich bezogen ist und Selbstaufopferung nur auf andere, dann ist das ja nicht die Rettung. Wenn es kombiniert, also als Beispiel jetzt. Ich habe gesagt, Rettung bedeutet beides. Aber er kannte nur eine Seite, nicht die andere Seite. Und ich kläre ihn jetzt auf, was die Rettung, das Wort, was er ausdrückt, wirklich heißt. Weil, dass es beides beinhaltet. Aber er hat nur eins gesagt. Er hat nur die Selbstrettung. Ich sehe das, versteht ihr? Ich sehe das. Er redet eigentlich nur von der Selbstrettung. Das merkst du dann an den Gesprächen an, was er redet, was er ausdrückt. Das siehst du dann mit der Zeit. Oder vielleicht schon auf Anhieb siehst du, hey, warte mal, der redet nicht von der Rettung, er redet von, nur von sich. Nur von sich. Oder nur für andere. Aber er muss beides kombinieren. Beide Komponenten. Weil sonst ist es nur eine Halbwahrheit. Im Sinne, er sieht nur eine halbe Sache. Drückt es so aus und dann wird es immer geringer, umso mehr andere es wahrnehmen, weil die sie assoziieren und sehen ja auch und denken und tendieren auch anders, wenn der andere nicht das wirklich aufklärt. Seht ihr? So, nochmal. Ich hab denjenigen gesagt, nimm mal einen Mann einfach oder eine Frau, ist doch wurscht, dass Rettung beides beinhaltet und er redet eigentlich nur von der Selbstrettung, obwohl er Rettung sagt. Ich hab's gesehen, ich könnte noch ausführlicher sagen, ihr merkt es dann schon, ihr sieht dann schon, was mehr überwiegt. Überwiegt mehr die Selbstrettung oder die Aufopferung. Wenn da kein Gleichgewicht herrscht, dann ist es nicht die Rettung. Wieder. Dann ist es entweder die Selbstrettung oder die Selbstaufopferung, aber nicht beides. Von der Handlung, vom Ausdruck, ihr seht das. Und von den Gedanken. Ihr seht, wenn er nur einseitig denkt. Wenn es, sie, es, sie, es. Ich sehe die Einseitigkeit von. Weil ich die andere Einseitigkeit kenne. Ich kenne beide Einseitigkeiten, deswegen sehe ich die Einseitigkeit, weil ich sie selber sehe. Und gleichzeitig sehe ich beides. Kenne ich die und die Seite. Und das versuche ich immer, nicht nur versuchen, das will ich ins Gleichgewicht bringen. Und auch so ausdrücken. Das ist eine Kunst, das ist eine Übung. Ihr merkt, dass ich das ziemlich gut hinbekomme. Hoffe ich zumindest. Hoffen, ne? Nee. So, ja, ist sehr ausführlich. Eigentlich wollte ich es vereinfachen, aber das ist, denke ich, das, was ich sagen will. Wenn jemand Rettung ausdrückt, aber nur Selbstrettung denkt, dann wird es auch so ausdrücken. Aber die Worte sind nicht genau die Gedanken, die er drückt nicht das aus, was er in Gedanken hat, sondern er drückt nur die Idee. Und was er alles weitere sagt, sind dann für mich nur leere Worte. Für mich kann ich daraus nichts ziehen, weil der Beginn unrein, Halbwahrheit ist. Und dadurch wird alles andere verschmutzt. Das meine ich mit rein und unrein. Gesichtslos Masken. Pur Schlüssel. Rostig. Oder Silber. Oder rein. Seht ihr? Ihr müsst rein beginnen, damit ihr rein aufhört. Wenn ihr unrein beginnt, dann wird alles noch unreiner werden. Außer es kommt ein Punkt, wo ihr erkennt, es ist jetzt begrenzt besprochen, aber wisst, ihr könnt euch ja aus alles, es ist alles möglich in dem Fall. Wenn ihr unrein begonnen habt und jemand kommt wie ich habe das Beispiel ja schon gegeben, und sage, hey, warte mal, was meinst du mit Rettung? Ja, die Selbstrettung, natürlich. Erst rette dich selbst, dann kannst du die anderen retten. Du fragst halt mehr, du fragst halt mehr. Aha. Drückst aus. Schaust dir sein Leben an, schaust dir, was er sich manifestiert oder was auch immer. Okay. Was überwiegt mehr? Die Waage stellen. Was überwiegt mehr? Es ist ein Gleichgewicht. Urteil fällen, ein Urteil fällen. Wenn er dauernd von sich behauptet, zuerst mich selber retten, zuerst mich selber retten, weil die anderen können nicht gerettet werden und ich muss erst zu mich selber retten. Dann klar, liegt es klar auf der Hand, dass er nicht von Rettung spricht, sondern nur von sich selber spricht. Okay? Er redet nur von sich selber, aber behauptet retten, andere retten zu wollen. Oder redet über Rettung. Okay? Bis ein Moment kommt, wo er
wo jemand da kommt und sagt, mal eine andere Sichtweise gibt. Hey, warte mal, die Rettung gehört halt beides. Und kennst du die Selbstaufopferung? Wie war Selbstaufopferung? Ja, für andere da zu sein und dies und das. Ja, schon. Und so steht, wenn derjenige hinterfragt, dann will er ja wissen. Oder denjenigen fragt, was meinst du damit? Dann will er wissen, dann will er wahrlich wissen. Wenn er nicht fragt, dann will er anscheinend nicht wissen. Oder er weiß es schon, deswegen braucht er da nicht unbedingt zu fragen. Das gibt's ja auch. Bei mir ist es meistens der Fall. Ich frage nicht wirklich nach, weil ich weiß es eigentlich selber. Eigentlich, ich weiß es ja selber. Aber um zu verstehen, wie er sieht, da frage ich dann schon nach. Wie meinst du das? Siehst du so wie ich oder siehst du doch irgendwie nur einseitig? Ich sage einseitig oder vielseitig, begrenzt oder grenzenlos. Die zwei Sachen. Aber ihr müsst es beides haben. Sich. Das ist eine Kunst. Nochmal. Wenn ihr unrein beginnt, dann wird es unrein. Wenn ihr rein beginnt, dann wird es rein. Logisch. Begrenzt gedacht. Wenn ihr natürlich unrein beginnt und es kommt dann in einen gewissen Schritt, in einen gewissen Abschnitt, in einen gewissen Moment in deiner Wahrnehmung, kommt jemand in dein Leben und sagt dir mal was anderes oder spricht dich darauf mal an oder fragt dich mal. Frag dich, was du damit meinst. Derjenige hinterfragt den anderen, was er meint, wirklich meint. Weil ich die Sache anders sehe. Ich sehe die Sache anders. Nicht so wie derjenige, wie es ausdrückt. Obwohl er das schon meint, was ich denke, aber nicht wirklich ausdrücke, was ich sehe. Wieder. So. Sage ich ihm das und das und dann ab da zum Wandel. Er wird es transformiert, es sich, wird es gereinigt. Ich sage hier, er bekommt eine neue Einsicht. Eine neue Einsicht. Er hat jetzt zwei Sicht. Nicht nur noch eine Einsicht, sondern zwei Sicht. Selbstaufopferung und Selbstrettung. Die Rettung, die er ausdrückt, beinhaltet beides. Und dann korrigiert er es. Reinigt er es. Drückt es anders aus. Er sagt, ja, muss natürlich auf sich aufpassen. Sollte sich schon natürlich erstmal selber retten, in gewissen Maßen die Abschnitte, erst selber das ins Reine zu bringen, dann den anderen da zu verhelfen, ins Reine zu bringen, wenn er das will, wenn er das dafür offen ist. Versteht ihr? Es ist okay, sich selber erstmal zu retten. Das ist wichtig. Aber es ist genauso wichtig, den anderen dabei zu verhelfen, dass er in seine Kraft kommt. Ermächtigung und Selbstermächtigung. Ermächtigung und Selbstermächtigung. Beides ergibt die Macht. Die Eigenmächtigung, sage ich mal. Nee, steht der. Dann gibt es einen Wandel. Und dann wird das Unreine, was er gemacht hat, diesen Unreine. Schau, da ist das Ende, da ist der Anfang. Der Anfang, Ende ist ja wurscht. So. Man ist jetzt hier von dem aus, Punkt, unrein, hat man angefangen, ist man bis zur Hälfte gekommen. Jetzt kommt jemand im Leben und klärt dich mal auf oder sagt mal ganz anders, wie du denkst. Nicht mal die andere Seite. Die eine Seite mit der anderen Seite ergibt beide Seiten, okay? So. Hey, warte mal. Stimmt irgendwie. Dann muss er alles korrigieren. Das heißt, er muss wieder zurückgehen. Sagen wir geistig gesehen, okay? Geistig gesehen. Aber es gibt hier keine Zeit, Freunde. Es ist ja nicht linear, aber ja. So, wo er angefangen hat, muss er auch wieder anfangen. Oder wo er angefangen hat, wo er aufgehört hat, muss er wieder anfangen. Er hat schon da aufgehört, weil es nicht rein war, versteht ihr? Er hat da angefangen mit der Unreinheit und hat mit der Unreinheit aufgehört. Also ist er nicht hier, sondern wieder da. Geistig gesehen. So, da, Rettung, Rettung, okay? Dann muss er diesen Schritt nochmal gehen und alles ins Reine bringen. Er muss korrigieren, er muss wahrhaftig sagen, ey, muss gestehen, sage ich mal so, ich habe Rettung so verstanden und so und das kläre ich jetzt auf und es tut mir leid, die Hörerschaft und die mich hören oder sehen, bitte entschuldigt mich, ich habe mich da falsch ausgedrückt im Sinne, nicht korrekt ausgedrückt, weil ich habe was
gesagt, aber nicht so gedacht. Also ich habe meinen Gedanken nicht zum Ausdruck gebracht, wie ich das wirklich meine. Und steht ihr? Dann tut er das alles wieder reinigen. Er beginnt wieder da, wo er aufgehört hat, und tut es reinigen. So, jetzt ist er hier. Reinheit wird zur Reinheit. Darauf kann er aufbauen. So hat er den Schritt beschlossen. Nicht, dass er kurz davor hier am Ende ist und dann plötzlich bin ich da und hey, warte mal. Da muss er einen ziemlich großen, weiten Schritt wieder machen, um wieder ins Anfang zu kommen, geistig gesehen. Um diesen ganzen Abschnitt wieder zu reinigen. Das ist viel Arbeit. Versteht ihr? Solange wie ihr die Unreinheit aufbaut, so tiefer fällt ihr. Versteht ihr? Wenn das Grundfundament nicht rein ist, nicht stabil ist, und umso höher ihr mit dieser Unreinheit mitzieht, Halbwahrheit oder was auch immer, aufsteigt dieser Unreinheit, grenzenlose Begrenztheit, ihr wird mit Unreinheit habt ihr angefangen und mit Unreinheit wird ihr aufhören. Weil das steht ja, grenzenlose Begrenztheit in dem Fall. Und wenn dann ein Moment kommt, das ist das Glaubensgebäude, Freunde. Mit einem Schlag, wenn ich komme, halt mal. Sieh mal die Sache so. Wenn du natürlich das immer aufgebaut hast, umso geschlossener bist du natürlich. Ist doch klar. Weil Unreinheit ist nur einseitig. Es ist ins Ungleichgewicht gekommen. Es ist nicht gleich, versteht ihr? Es ist einseitig. Zu sehr einseitig geworden. Es ist nur einseitig geworden und dann kommt da einer mit einer anderen Sicht und braucht erstmal eine Weile, um das zu bedauern, sage ich mal so. Aber wenn er das dann erkannt hat, kann man sagen, da schlage ich ihm auf die Presse oder stelle ihm den Bein auf deinen hohen Ross wieder zurück, dann fällt der sehr tief, Freunde, und das tut mir echt leid, dann fällt der sehr tief, zack, wieder am Anfang, wo unrein begonnen hat und natürlich auch aufgehört hat. Steht ja, geistig gesehen. Das Glaubenskonzept des Glaubensgebäudes ist zusammengebrochen, weil das Fundament nicht rein war. Es war nur halb, es war verändert, es war vermischt, es war nicht stabil, da hat was gefehlt, es war Unwissen. Steht ihr? Aus Unwissenheit. So. Wieder da am Boden angekommen. Alles ändert sich. Mir ging es auch so, Freunde. Wo bin ich? Da als dem, bei einem Fall geht euch so viele Sachen durch den Kopf. Oh, das war falsch, das war falsch. Also das war nicht so korrekt, das war nicht so korrekt ausgedrückt, das war nicht so korrekt ausgedrückt, nicht so rein, nicht so rein. Wie bist du wieder auf den Boden gegangen? Natürlich könnt ihr den Schritt machen und da ist es rein geworden und dann fällt ihr nicht mehr so tief. Gibt's auch. Ihr seid von der Unreinheit bis hier hochgekommen, aber es hat sich dann rein verwandelt und fängt dann da an, dann fällt ihr nicht so tief. Versteht ihr? Es sind Abschnitte, immer Schritte, Schritte, Schritte. Ihr könnt immer weiter aufsteigen und da anhalten, wie als würdet ihr ein sicheres, stabiles Fundament bauen. Und so weiter und so fort. Hier, umso höher ihr einseitig denkt, begrenzt denkt, umso tiefer fällt ihr. Und wenn ihr kein reines Fundament habt, kein reines Grundbaustein oder reines Wissen habt und unrein beginnt, dann hört ihr auch unrein auf. Wird wieder zurückkatapultiert, bis ihr diesen Schritt wieder ins Reine gebracht habt. Geistig gesehen. Und seelisch natürlich auch. Physisch kannst du ja nicht, weil es ja linear angeblich ist, ne? Wie, was ich meine? Darüber ändert sich alles. Deswegen denke ich, jetzt habe ich es genug ausführlich erklärt. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Wieder eine Dreiviertelstunde. Ich denke, da brauche ich jetzt nicht noch weiter einzugehen, was daraus folgt und was daraus werden kann, oder? Wenn ihr unrein beginnt, dann hört ihr auch unrein auf. Ihr wird wieder zurückkatapultiert. Weil rein plus rein ergibt rein. Rein plus unrein ergibt unrein. Unrein plus rein ergibt unrein.
Wobei das, versteht ihr, wenn man unrein ist und dann plötzlich rein wird, dann kann es auch rein werden. Theoretisch gesehen. Praktisch ist was anderes. Geistig gesehen, wieso spielt es keine Rolle, wie weit ihr gekommen seid, oder versteht ihr? Ihr könnt switchen, es gibt keine Zeit, es ist nicht linear, doch versteht so. Sieht erstmal so und dann sieht er so. Das ist einfacher. Sieht man erst eine Seite und dann noch die andere Seite und dann verbindet er es. Sieht ja alles. Weil beidseitig gleichzeitig zu denken, das ist, kannst du verrückt werden. Könnt ihr verrückt werden, Freunde. Könnt ihr echt verrückt werden. Deswegen, erstmal eine Seite sehen und die andere Seite wirklich begreifen. Okay, das ist so, ich hab, was ist dann beides? Wie kriege ich das beides in Einklang? Im Einklang, beides in Einklang. Wie kriege ich das in einem Wort gepackt, was beides beinhaltet? Zum Beispiel die Rettung ist die Selbstaufopferung und die Selbstrettung. Yeah. Die Wörter haben Macht. Wir haben bloß vergessen, wie man sie anwendet. Die Wörter beinhalten genau das. Aber wenn du es im Denken, in deinem Eindruck nicht verstehst und aber so ausdrückst, dein Eindruck ist ja gleich der Ausdruck, aber wenn der Ausdruck gleich die Maske im Sinne von diesem Wort ist, aber nicht das beinhaltet, die zwei Gedanken, die da in diesem Wort drin sind, das ist eine Halbwahrheit und dann passiert Chaos und Wirrwarr, Vermischung und Veränderung und all diesen ganzen Käse, den ich euch jetzt hier bildlich ausführlich erklärt habe, die schrittweise. Ihr beginnt an einem Punkt, an einem Grundfundament und der muss stabil sein. Sonst ist es ein Glaubenskonzept und der bricht dann zusammen, der hoch, der 16-stöckwöckige Haus fällt zusammen. Katapultiert euch wieder auf den Boden, um zu erkennen, dass ihr in Unwissen gehandelt habt, ausgedrückt habt, gedacht habt. Halbherzig, halb Wahrheit, 16., 32., nur ein Bruchstück gelebt, ausgedrückt habt. Ihr habt nicht das ausgedrückt, was ihr wirklich denkt. Ihr habt das ausgedrückt, was ihr meint zu denken. Das zu verstehen, was das Wort beinhaltet. Versteht ihr? Ihr müsst, was ihr im Eindruck habt, auch so ausdrücken. Nicht umgekehrt. Wir verwenden ein Wort, aber denkt nicht so. Wo das Wort schon für sich diese Essenz an Wahrheit schon drin hat. Die Einheit, den Einklang hat. Oder die Einseitigkeit. Die Grenzzeit oder die Grenzenlosigkeit schon beinhaltet. Die Worte haben das schon. Das wurde schon erfunden, ich meine, muss man nur wissen, wie man sie anwendet. Oder hier. Seht ihr, was ich meine? Ja, ich weiß, es ist sehr, es ist nur fürs Verständnis. Für die begrenzte Sichtweise, im Sinne geistig zu sehen und auch linear zu sehen und zu verstehen, wenn man wirklich mit Unreines anfängt. Das müsst ihr für euch selber machen. Das heißt nicht, nur weil er unrein angefangen hat und das Glaubenskonzept so hoch ist, und ihr so tief fällt, obacht, ihr könnt einen sehr großen Schritt machen. Ihr fällt kurz runter und wieder hoch. Steht ja. Das geht auch. Einen großen Schritt, ihr überspringt nichts. Wenn ihr ganz oben gestiegen seid mit Unreinheit, aber dann auf einen Moment seid ihr plötzlich anders, knallt ihr auf den Boden kurzfristig, aber steigt gleich wieder auf. Ihr seid wieder vom Anfang, wo das schon aufgehört hat, Anfang und Ende, ist ja gleichzeitig, ja, steht hier, Alpha und Omega ist gleich Alpha und Omega, das ist nicht irgendwo da, es ist gleich in einem, wo er anfängt, hört er auch auf, und dann müsst ihr wieder anfangen, und wenn ihr ganz hoch aufgestiegen seid, und dann kommt jemand wie ich, stellt euch den Bein, und aber klärt euch auf, und bei euch macht es auch, wenn man einen Klick, Quantensprung hat eben, ne? Einen Quantensprung. Dann knallt er kurzzeitig auf den Boden, aber steigt wieder auf. Das ist ein großer Schritt machen. Also habt keine Angst. Ihr müsst das ausdrücken, was ihr wirklich denkt. Eindruck habt. Also wie nenne ich, ich sage ja, drückt das aus, was ihr wirklich denkt. Oder gebt euer Bestes, das so nicht irgendwas hernehmen, was ihr nicht wisst.
nur das hernehmen, was ihr wirklich wisst für euch selber. Macht ihr am wenigsten Fehler. Aber wenn ihr was von anderen nimmt, annimmt, habe ich ja auch gesprochen. Wenn jemand sagt Rettung und der versteht nur Selbstrettung, dann wird er auch so handeln. Aber wird es in dem Fall das Wissen missbrauchen, diese Rettung als Halbwahrheit präsentieren, aber als ganze Wahrheit ausstrahlen, obwohl es das nicht der Fall war, der ist, wie bei mir. Okay? Ich spreche damit eigentlich niemand an, ich denke auch nicht an ihn, aber ich denke, viele wissen das vielleicht, sehen dann die Sache klar. Ich war auch so, deswegen kann ich auch so sagen. Aber diesen großen Schritt zu machen, das ist grandios. Quantensprung nenne ich sowas. Quantengedanken, Quantengedanken. Zack, gleich wieder oben, gleich wieder oben. Zack, 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 zack. Bis ihr so stark geworden sind, dass ihr das so schnell transformieren könnt, so schnell reinigen könnt, dass ihr, wie ich halt eben, ne? Bestes Beispiel. Nee, ich nehme mich als Beispiel, weil ich es von mir kenne. Ich kenne auch andere liebe Menschen, die Kontakte, die sind auch. Die denken dann nicht mehr einseitig, sondern die denken grenzenlos. Darauf kann man immer aufbauen, versteht ihr? Wenn man grenzenlos denkt, grenzenlos sieht, immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann geht es immer schneller. Dann geht die Entwicklung. Weil ihr nicht mehr so begrenzt seid, ihr habt die Blockaden durchbrochen, ihr habt euch befreit aus den Ketten euer Gedanken und euer Begrenzungen. Und dadurch wird ihr stärker, mächtiger und fühlt euch freier. Und dann könnt ihr alles. Dann ist es kein Thema, wenn ihr mal anhängt an irgendeinen Gedanken, dann ihr habt die Power, weil ihr immer schneller erkennt, immer kräftiger wird und dann bam, wieder die Fesseln weg durchbrochen, die Gitterstäbe rausgezogen oder was auch immer. Euer geistiges Gefängnis wird größer. Um es bildlich vorzustellen, okay? Euer geistiges Gefängnis wird größer, eure Matrix, euer Weltaufbau wird größer. Die Gitterstäbe entfernen sich immer mehr von euch weg. Das ist nicht mehr hier. Es wird, besteht grenzenlos in der Begrenztheit im Sinne, ihr wird grenzenloser, aber ihr seid noch begrenzt. Ich bin das auch. Deswegen nehme ich das Gefängnis wird größer. Das geistige Gefängnis wird größer. Bildlich vorzustellen, okay? Im Sinne nicht gleich das annehmen. Also, nur für die Vorstellung, für das Verständnis, was ich meine mit grenzenloser Begrenztheit, ist wie, das Gefängnis, euer Freiraum, wo ihr euch selber eingesperrt habt, eure Begrenzungen werden grenzenloser. Die Grenzen lösen sich immer mehr auf. Und ihr erweitert euch immer mehr. Ihr seht immer mehr. Ihr wird immer freier. Fühlt euch immer freier. Das meine ich mit grenzenloser Begrenztheit. Ihr löst die Grenzen der Begrenztheit immer mehr auf. Bis ihr alles eingenommen habt. Alles eingenommen habt. Leuchtet auf. Ihr leuchtet dann im ganzen Käfig auf, sage ich mal so. Eure Begrenzung. Ob ich Käfig, Begrenzung sage, ich meine dasselbe. Ihr seid, man ist eingesperrt, man hat sich eingeschränkt, man ist in einem Atom drin, sage ich mal so. In einer Kugel, in einer Sphäre, in einer Blase. Und das muss mit Licht gefüllt werden, mit Liebe. Grenzenloser Liebe. Es muss leuchten, ihr müsst leuchten. Und dann habt den ganzen Raum eingenommen und strahlt über das hinaus. Durch die Gitterstäbe strahlt ihr. Und die Gitterstäbe lösen sich auf. Und ihr erreicht andere Gefängnisse. Und Gitterstäbe lösen auf. Die in der Dunkelheit. Boah, ich sehe es gerade so. Müsst so sehen. Wenn die Gitterstäbe nicht mehr da sind. Dann leuchtest du überall hinaus und erreichst andere. Du erreichst andere, die vielleicht im Käfig hocken, ganz, vielleicht haben sie nur 1 Meter mal 1 Meter Hücken, so, da, so, in der Dunkelheit, und dann leuchtet da jemand. Da ist ein Strahl, plötzlich leuchtest du im Kopf oder so in die Augen und plötzlich siehst du ein Licht, du bist in Dunkelheit. Du siehst plötzlich ein Licht. Irgendwo strahlt da. Du machst die Augen auf. Du siehst, du bist in deinem Käfig drin, in deinen Begrenzungen, in dein Gefängnis, ja, in deinem geistigen Gefängnis, in deinen Begrenzungen, die du dir selber erbaut hast. Du merkst du nicht, eine Wärme. Du erhältst irgendwie Wissen, du erhältst
ein Gitterstall, irgendwas leuchtet auf. Du fragst dich, wo bin ich? Du sitzt im Schneidersitz, nicht mal so, sondern du sitzt im Schneidersitz und betrachtest jetzt deine Begrenzungen, deine Gitterstäbe, dein Gefängnis, dein geistiges Gefängnis. Schaust deine Fesseln und schaust dich an, fragst endlich mal, was ist hier los? Ja? Was ist denn hier los? Was sind das für Gitterstäbe? Was sind das für Begrenzungen? Warum habe ich diese Begrenzungen? Warum ist es mir nicht schon vor aufgefallen? Aber dieses Licht hat mich irgendwie geblendet und somit habe ich die Augen geöffnet, habe ich ge eine Wärme gespürt und jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Ihr wisst gar nicht, wie ich die Sache jetzt sehe, Mann. Boah, Wahnsinn. Alter. Gut. Was ist das hier? Fragt er sich. Sie, er, sie, es. Was ist das hier? Guck mal, wie Fesseln. Ich will diese Fesseln doch gar nicht haben. Versuche halt irgendwie aufzulockern, irgendwie so. Und irgendwann kriege ich es hin. Boah, fühlt sich schon besser an. Alter, da sind Gitter. What the fuck? Diese Gitter will ich nicht haben, Mann. Das Begrenzung brauche ich nicht. Dann stellst du dich auf, das Gefängnis wird größer, dein Leuchten wird größer, deine Begrenzungen entfernen sich immer mehr von euch. Ja, eure Eingeschränktheit. Der Raum wird größer, Freunde. Der Raum wird grenzenloser. Und dann könnt ihr euch tanzen, drin tanzen. Und das Licht leuchtet in euch auf. Und zurück zum, wenn ich durch meine Gitterstäbe gestrahlt habe, habe ich andere berührt. Habe ich mit anderen verbunden. Mit dem inneren Kern. Und dieser innere Kern hat einen Schub gegeben, das endlich mal die Augen zu öffnen und sehen, ey, ich habe mich selber eingesperrt. Und ich kann mich auch selber befreien. Weil du dich selber eingesperrt hast. Das ist nur wegen ein kleines Licht. Kurz mal geblendet, kurz mal verbunden, mal, weil jemand es geschafft hat, aus diesen Gitterstäben durchzuscheinen. Nur deswegen. Ich rede von mir, ja. Die Gitterstäbe, die sich aufgelöst haben. Sehr, sehr aufgelöst. Strahle. Und ich berühre damit andere und wenn die das wollen und offen dafür sind, dann kommen sie sehr schnell in ihr Kraft. Sehr schnell. Was ich sehe, Freunde, oh. Echt alle in kleinen Käfigen, ich selber eingesperrt. Ich leuchte durch. Berühre die Herzen. Sie öffnen die Augen. Freuen sich. Ja, das ist ein schöner Gedanke, Freunde. Echt schöner Gedanke. So, ich höre jetzt mal auf. Ich habe noch viel vor. Freunde, das sind echte wahre Gedanken. Es ist anders verpackt oder andere Sichtweise, aber versteht ihr, ihr seid in einer Blase, ihr habt euch selber eingesperrt, ihr habt euren Geist eingesperrt. Ob es Käfig, Gefängnis, Blase, Kugel, Sphäre, Begrenzung nenne, grenzenlose Begrenzung, da kann man sich jetzt nicht darunter viel vorstellen, ich weiß schon. Ein Raum. Ihr müsst so sein, ihr seid so eingesperrt, euer Geist ist so eingesperrt. Geistig gesehen, Freunde. Euer Geist ist in euren Körper eingeschlossen. Ihr müsst ihr befreien. Müsst ihr wieder fliegen lassen. Ihr müsst euch fliegen lassen. Und dann könnt ihr aus eurem Fesseln. Jawoll! Yes, Mann, es fühlt sich so gut an. Der Geist ist nicht mehr so klein, sondern er ist groß. Ihr habt den ganzen Raum eingenommen. Und darüber hinaus, durch die Gitterstäbe, durch die Begrenzungen hinaus, leuchtet ihr immer mehr, bis die Schale, die schwarze Schale oder diese Einschränkung komplett weg ist, dass ihr strahlt wie die Sonne. Wenn ich das aufzeichnen könnte, was ich sehe, boah, künstlerisch begabt hier. Gibt's hier manche Leute, die können sowas? Schlecht. Wäre auch geil, sowas zu können.
so Sekunden schneller das aufzeichnen, was ich denke, fotografisch, ne? Ja, mei. Ich habe die Fähigkeit jetzt nicht, aber ich habe andere Fähigkeiten. Nee, das ist so viel dazu. Das sind meine Gedanken, Freunde. Und wie ich das mache, schon mein ganzes Leben mache ich das so. Soll man dazu sagen, ja? Für mich war es eine Selbstverständlichkeit und deswegen habe ich das, ich konnte es auch nicht so ausdrücken, wie ich es jetzt ausdrücke. Ich konnte meinen Gedanken noch nicht ganz erfassen, geistig, weil mein Verstand noch nicht ganz geistig war. Ich war halt ziemlich verstandesorientiert, weil ich ja männlich bin, ne? Da musste ich erstmal die Intuition in Verbindung bringen, um beides zu haben und dann wirklich Körper und Geist, alles geistig machen zu werden. Weil der Geist ist grenzenlos, die Seele ist grenzenlos, die da gibt es keine Gitterstäbe. Aber die Gitterstäbe oder beziehungsweise das Gefängnis gibt es schon, weil der innere Kern ist immer da, aber er kann ja eingeschlossen, verträgt, verunreinigt werden. Das Licht scheint da nicht mehr so. Es verdeckt, versteht ihr? Das gibt's, das kann, das. Sonst wäre es ja nicht grenzenlos, oder? Wäre ja nicht alles möglich, in Anführungsstrichen. Ja. Es gibt alles, was ich ausdenken kann. Das ist halt das Wege. Knifflige, ja. Das wird sich alles ändern. Das Reine, natürlich. Die Reinheit. So, dann wünsche ich euch was. Welt groß, Freunde, leuchtet. Und zwar grandios. Ihr könnt das. Wenn ihr das seht, was ich euch jetzt gesagt habe mit dem Gefängnis und es euch wirklich sehen könnt, nicht so, sondern sofort sieht, meinen Gedanken sieht, sage ich mal so. Das wäre Begrenzung, Strahlen durch. Wenn ihr das seht und wenn ihr dann euch seht, betrachtet euch mit dem geistigen Auge, wie steht ihr? Steht ihr so, steht ihr aufrecht, mit Blick um euch herum, um euren Raum, 360 Grad, seht ihr alles? Seht ihr eure Begrenzungen, eure Gitterstäbe, eure Fesseln, was ihr euch selber gemacht habt? Seht ihr das? Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, was zu tun ist. Nicht mehr einseitig denken. Die Begrenzungen auflösen. Und ihr werdet wissen, wie es geht. Ihr werdet wissen. Fragt euch, fragt, unbedingt fragt euch selber oder fragt, wirklich. Wenn ihr es wirklich nicht wisst, es ist keine Schande. Ich habe in meinem Leben nicht viel gefragt. Ich wusste es. Das ist halt mein Heimbonus, sage ich mal so. Das habe ich halt mitgebracht. Aber fragt, das ist keine Schande. Ich frage auch viel, weil ich will wissen, wie der andere sieht, wie er denkt, weil ich aber was anderes sehe und denke, wie derjenige vor mir steht. Ich weiß ja, wie ich mir denke, aber wie denkt denn der anders? Nicht, dass ich dann was annehme von dem anderen, was nicht so ist, wie ich es denke, nicht einstimmig ist. Versteht ihr? Wenn es nicht einstimmig ist, dann nicht annehmen. Wichtig ist, grenzenlos zu denken, grenzenlos zu sehen. Beide Seiten zu sehen, zu sein, zu auszudrücken, zu wissen, wie es ist. Habt ihr Erfahrung, weißt, was das ist? Und könnt darüber, sagen wir mal, reden, nicht reden und darauf aufbauen. Groß werden, sehr groß werden, sehr leuchten, sich frei fühlen, wie ein Kind zu sein, sage ich mal so, Kind zu sein, ja. Frei, spielerisch, das testen, das testen, da fragen, dort fragen, dies, das, dort, dort, dort. Ja, ich weiß, Fragen ist nicht immer so eine Sache, ja, sie mögen das nicht. Dann fragt euch selber. Er nimmt bloß nicht das andere an, wenn der nicht bereit ist, das aufzuklären. Dann fragt euch selber und dann nimmt ihr das von euch an. Nimmt es von euch an, aber nicht vom anderen an. Wenn der andere nicht bereit ist, nicht offen dafür ist, das aufzuklären, zu reden, eure Fragen zu beantworten. Und zwar wahrlich zu beantworten. Echt zu beantworten. Hier. Dann nimmt das lieber von euch. Auch wenn es vielleicht verstandmäßig ist, orientiert ist, was auch immer. Am besten
lieber von euch nehmen, statt irgendjemand anderem. Ich rede jetzt davon, dass wir nicht von außen angegriffen werden, nichts, na, na, nichts. Ihr werdet von euch selber angegriffen. Video. Das wisst ihr dann. Aber nehmt das, was aus euch kommt. Ob's hier oder nur hier ist oder beides. Nehmt das, was von euch kommt. Nicht was von anderen kommt. Wenn derjenige nicht dafür offen ist, das zu beantworten, wahrlich zu beantworten, es auszudrücken, es euch zu offenbaren, es euch aufzuklären, wie derjenige das sieht. Wieder. Wenn bei der Frage keine Antwort kommt, dann fragt lieber euch selber. Was immer nur natürlich am besten ist. Man kann ja fragen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr jemanden fragt, und das ist nicht stimmig, dann fragt euch selber und nimmt das an. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Da fällt ihr nicht so tief. Als Tipp. Fällt ihr nicht so tief. Wie wenn ihr es von anderen annimmt. Gut, dann ab die Post. Ab die Post. Alles klar. Ich sende euch noch nichts. Ich kann noch nichts hier. Noch ein bisschen hier eingeschränkt. Ich sag's euch, Freunde. Es wird schon. Gut, dann sieht sich.